Ein Neuzugang im Laden, den ich gerne mal kurz vorstellen will. Das ist G&L. Leo Fender, George Fullerton, G&L Gitarren. Der legitime Nachfolger von Fender Guitars, wie wir wissen. Und das ist eine Esche vom Korpus her, Ahornhals. Griffbrett ist Palisander nicht mehr. Wegen CITES Artenschutz hat man sich da Gedanken gemacht und das ist ein anderes Holz mit einem unaussprechlichen Namen. Ich müsste nachlesen, wie es heißt. Jedenfalls ist es kein Palisander. Das übliche Dreiton hat immer typische Strat. Wirklich sehr schön und klar klingt. Man hört es ganz gut. Typischer, ganz typischer Stratklang. Ich habe ein kleines bisschen hier die Stratitis rausgedreht, damit es nicht so unangenehm klingt. Wir haben ein von Leo Fender auch noch entwickeltes Vorgrundtremolo. Hier hinten dran. Für leichte Tremolo-Sachen wirklich sehr gut brauchbar. Wirklich stimmstabil genug für so leichte Sachen. Jetzt nicht dran robben wie verrückt, es ist kein Floyd Rose, sondern wirklich nur ein kleines Tremolo für kleine Hawaii-Effekte. Was machen will. Natürlich Single Coils, natürlich rund. Das ist die Straßenbahn, typisch hier für Eberstadt. Wenn man es da flach auf den Rücken legt, ist es weg. Dann hat man nur noch den normalen Brumm. Aber hier brummt die Straßenbahn. Zwei zusammen, natürlich wieder Humbucking. Das übliche. Besonderheit an der Gitarre ist der Bassregler hier unten. Das haben die normalen Strats nicht. Ich kann den Bass rausdrehen. Das ist natürlich interessant, wenn ich heftig verzerre. Ich habe nicht so ein wildes, tiefes Bassgerumse da drin. Wenn ich reindrehe, sehr passiv. Ich kann rausdrehen. Bleibt auch die starke Verzerrung noch halbwegs transparent. Im leicht angezerrten. Da ist es völlig in Ordnung, da kann der Bass ruhig drin bleiben. Das zweite ist ein Höhenregler, der so ein bisschen eine Mittennase da rein produziert. Man hört es ganz gut. Bisschen was von dem halb durchgedrehten Wawa, wie wir es aus den 70er Jahren kennen, um Verstärker aufzublasen. Also eine leichte Mittennase, eine Resonanz, die da entsteht. Für den Sound, mein Lieblingsverstärker, Selmer Travel & Bass Mark III, 1968 oder so, und von Blackstar, der HT Duo. Das finde ich eine sehr gute Kombination, auch für eine Strat ganz wunderbar. Bei mir im Laden zu haben, ungefähr 1800, so in der Gegend. Stilistisch finde ich es sehr schön, eine sehr schöne Lackierung. Die Maserung kommt noch prima durch. Man sieht, das ist eine ganz herrliche Eschenmaserung. Ich habe sie so bestellt, weil mir das sehr gut gefällt. Die gibt es natürlich in zig anderen Farben. Wie man weiß, kann man sich auch wirklich Custom-Gitarren bestellen von G&L USA und hat relativ kurze Wartezeiten. Funktioniert sehr gut, sehr schöne Gitarren. Viertel nach vier. Unbedingt empfehlenswert zum Ausprobieren im Musikladen.